Bunker. Hallo. Ich glaube, wir müssen hier lang. Was ist los da unten? Das wird knapp. Ganz knapp. Jetzt springen wir sofort von den Gangbuschen hier. Guck. Ja, das gehört zu weit springen, also nicht drauf schießen. Ups, was hat der denn hier mit sich rumgeschleppt? Ist hier noch mehr? Das ist der Ausgang. Siebte Loch, wir müssen sowieso in die Richtung, wenn ich das richtig sehe. Der ist friedlich, also der ist auf unserer Seite, nicht drauf schießen. Wir können zu was bringen. Bin ich mal gespannt, was wir hier bei was wir hier am siebten Loch finden. Ist bestimmt irgendeine Kackabdampf. Das siebte Loch? Nee, das scheint nicht das siebte Loch zu sein. Oh, Plastik. Was ist das? Hey, diese Jugend! Oh, diese Jugend. Was willst du, was machst du da? Wenn das mal nicht einer dieser Rabauken ist, der immer über meinen Golfplatz läuft, nee. Dann lass mich mal hören, was du zu sagen hast. Was? Ich gehe wohin ich will, und zwar wann ich will. Ach ja? Ich will nicht lügen. Mir gefällt dein Stil. Erinnert mich an meine Zeit als Rabauke. Aha, was auch mal Rabauke? Opa? Oh, Opa könnte passen, ne? Ich gehe jetzt. Viel Spaß beim Golfspielen. Lustig, dass du fragst. Ich dachte gerade an die gute alte Zeit, als ich Birdies spielen konnte, ohne von wilden Gulen malträtiert zu werden. Alles war so simpel. Einfach nur Golf spielen und alle Probleme auf der Welt außer Acht lassen. Tja. Simpel, ne? Magst du wirklich Golf? Das ist mein Lieblingshobby. Mittlerweile findet man kaum noch gute Golfbälle, also verwende ich stattdessen Ghoulköpfe. Normalerweise braucht es für diese 10 Mistkerle immer ein paar Schläge, aber nächstes Mal versuche ich ein Hole in One. Ich glaube, so. Reden wir über was anderes. Aber sicher. Ich gehe jetzt. Viel Spaß bei Golf. Das wünsche ich dir auch. Jo, wünsche ich dir auch. So, begib dich zum siebten Loch. Wo ist denn das siebte Loch? Ich dachte, ich sei schon da. Muss ich da hoch oder? Ja, sieht so aus. Ich glaube, ich werde hier auch mal Golf spielen, oder? Soll ich mal Golf spielen? Mal gucken, ob ich hier direkt hochkomme. Hopsa! Das sieht doch gar nicht gut aus, ey. Ganz gut aus. Was ist das denn da? Achso. So, wir machen das schnurstracks jetzt aufs Golfloch, aufs siebte Loch zu. Wir müssen nur mal schauen. Oh, was haben wir denn da? Ein Salisbury-Steak. Oh! Ich glaube, ich brauche noch die eine Waffe. Hallo, ihr Blick. Guck, guck. Hier wird nicht gehauen. Ich hab gesagt, ich hier Blick. Ey, du Scheiße. Wo
Noch einer? Keiner mehr? Das ist ja traurig. Ach, Mann. Wir müssen zum siebten Loch. Das siebte Loch. Da kommt doch noch einer. Hallo. Au. Ja, da hast du schön, Madame. Ist hier noch mehr? Nicht schlecht. Können wir hier ein bisschen was holen? Hallo. Guten Tag. Oh oh. Das war wohl ein bisschen viel, weißt du? Leg ihn nieder. Leg ihn nieder. Sie stapeln sich. Hauen, was du böse Richtung. Gib her, was ihr habt. Alles, was ihr habt, will ich haben. Du weißt, was ihr habt. Jo. Ein paar schöne Sachen dabei. Du kriegst auch Blitze, du. Oh, ein Korb. Metall. 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 Ein Telefon, das braucht doch so keiner mehr. Was ist das denn? Ein Sturmgewehr! Hallo! Und was ist das? Achso, Knopf. So, den. Oh, Knopf unten sind auch noch da. So. Haben wir alles? Ja, ich denke. Noch ein Tee. Was auch immer das Tee ist. Mal kurz nachladen. Was ist das für eine Fahne? Ach, ich will das Zeug jetzt nicht. Hallo. Was ist denn hier die Haupthalle? Ist nicht ausgeruht, weiß? Hey, wo bist du hin, du Feigsacke? Ich bin doch hier. Ich kann ihn aber nicht treffen, wenn du vor mir rumweckerst. Wecker, habe ich gelesen. Ich habe daraus einen Herumwackeln gemacht. Hallo? Geht nicht. Ups, Moment. Guck, was drin ist. Das war eigentlich ein siebtes Loch suchen und keine Kugel. Da ist der Fehler drin, das nehmen wir das mit. So, nachgeladen habe ich, ne? Oder? Wie? Oder was? Oder wo? So, was ist los hier? Wo ist denn das siebte Loch? Moment, das ist da lang. Oh, da ist der Loch. Boah, die Mutter ein Blöd. Boah, das Leder könnte man mitnehmen. Da hat mich echt erschrocken. Hops. So, siebte Loch, wo bist du? Siebtes Loch, da lang. Jo. Was ist denn hier am siebten Loch? Was muss hier sein? Gut, legen wir los. Oh, Penny hat mir gezeigt, wie eine Direktübertragung auf deinen Pip-Boy funktioniert. Falls du dich wundern solltest, warum du meine Stimme hörst. Ich bin kein Geist, ich schwöre es. Was macht der kleine Roboter? Den haben wir irgendwie abgesetzt. Der Befreier den letzten bekannten Aufenthaltsort der Technologie anpeilen. Was ich dir wahrscheinlich nicht sagen muss. Da du sicher siehst, wie das kleine Ding gerade herumflitzt. Außer du hast ihn alleine gelassen, um zu plündern. Das würde ich verstehen. Roboter sind langsam. Für sie gibt es kein Aussehen. Oh, ich habe mit Cage gesprochen und er versteht, dass wir
wir uns unsere Eltern nicht aussuchen. Ma'am. Mit ihnen war es immer schwierig. In Foundation ist es besser. Sensorwarnung. Wow. Anomalie entdeckt. Wo ist er denn? Bist du plötzlich nicht in Fliegen gelandet? Nein. Du hast mich gerade in Schale und Flasche aufzubauen. Oh, seid ihr sicher? Ich hinter, ey. Oh oh, der lädt sich auf. Ich hoffe, ich habe ihn nicht getroffen. Nee. Der ist hier reingekrabbelt. Die Tiefe. Okay. Die Tiefe. Na gut. Dein kleiner Roboter ist scheinbar in die Luft geflogen. Oh, du hattest ihm wohl ordentlich einen übergezogen, als du ihn gefunden hast. Normalerweise landen diese Kleinen viel besser. Jen ist schon unterwegs, aber sie wird sicher eine Weile brauchen, bis sie deinen Standort erreicht hat. Dort, irgendwo unter dem Grün. Du solltest dich umsehen. Man weiß nie, was man vielleicht so findet. Bring deiner guten Freundin Penny was mit, ja? Ja, wo sind wir denn jetzt hier hingeraten? Erforsche die Tiefe. Okay. Ich glaube, wir bleiben hier mal in der... Das sieht hier so grün aus. Und es gibt hier Pflanzen, die hier eigentlich nicht hingehören. Fieberblüten. Ah, was haben wir denn da? Oh, was ist das? Fieberblüten. Hm? Oh, was ist denn das hier für ein Grün? Oh Mann, das sieht aber nicht gut aus. Au! Au! Was ist hier los, ey? Ich bin gerade nicht mehr. Oh, die Erde war schicken wir, weil ich glaube, ich gehe mal ein bisschen an die Seite. Ja, schießt du mal. Wo steckst du denn, du Schweinebacke? Du musst irgendwo vorausschauen. Ich glaube, ich sollte ja nicht zu lange verweilen. Ich muss aber trotzdem... Ja, jetzt reicht aber! Leute, ich bin jetzt hier nicht mehr willkommen werden. Ihr kommunistischen Pack hier! Jetzt komm ich euch da runter! Hä? Ich bleib ruhig. Boah, ich erschieße von hier. Ja, noch eine! Warte. Mit was schießen die da eigentlich? Die chinesische Volksbefreiungsarmee wird siegen! Nein! Ist sie nicht! Die ist längst tot, du Blödkett! Plasma-Gewehre! Warte. Sind denn das bloß für Pflanzen? Sieht hier was aus wie Pflanzen, oder? Noch jemand, der erschossen werden will? Ja, kommunistischen Marodeure. Ich geh mal die Fieberblüten sammeln. Vielleicht, wir gucken uns das mal an hier. Das ist ja. Was macht ihr hier? Wir haben hier wohl irgendwelches Zeug. Gucken da mal rein. Was ist denn das alles? Eine komische Brühe, ich glaube nicht, dass ich da reinfallen sollte. So, ich hab ja gar nichts drauf, Mensch. Oh, bin ich nicht gesehen. Ich versuche, dich zu befreien. Was? Mich versuchst du zu befreien? Befreie dich doch selber. Ich glaube, wir müssen hier hoch, ne? Das sieht fast so aus. Oder war hier eine Tür? Ah, hier ist eine Tür. Okay. Hey,
kommunistischer Soldat. Was? Was? Eindringling? Ja, Eindringling. Was? Wir sollten mit mir. Noch nicht! Doch, jetzt. Genau jetzt. Ich muss eure Sachen mitnehmen. Tut mir leid. Morgen versüßt ihr das. Sieht man nicht, wie die sind. Die werden kaum zu erkennen. So, alle klein und schlank. Jetzt möchte auch mal klein und schlank sein. Der hat drauf gedacht. Was seid ihr mit mir reden, hab ich gesagt. Ich muss mal nachladen, Leute. So geht das ja nicht, ja. Mein Deutsch reden. Moment. Was? Wie? Okay. Braucht ihr nicht mehr besprochen. Ja, kein Ding. Was auch immer das heißt. Was? Eindringling? Ja, Eindringling. Hey, du Kommandant, ich bin vor. Man zur Zeit, Jeffermann. PRC Haupt aller Zugangsschlüssel. Oh, was auch immer das bedeutet. Nehmen wir mit. Jo, die haben alle Plasmagewehre. Panzerbrechende Kampfflinte. Was haben wir denn da noch? Brauchen wir den vielleicht? Den sollten wir mal den. Hablos. Und Uni. Oh, was habe ich da gerade gepusht? Uni. Ich glaube, wir müssen wieder runter, ne? Ja, gut. Ja, jetzt muss ich nur mal sehen, wo muss ich denn hin? Warte mal, wir sind da reingekommen. Ich glaube, wir müssen hier runter. Wir gehen jetzt einfach mal weiter. PRC Hauptaderzugangsschlüssel. Was jetzt? Was jetzt? Aha. Und jetzt? Ich forsche die Tiefe. Ja, aber weiter komme ich. Hier unten ist nichts weiter. Okay. Was ist hier? Aushilfskontroller. Wer ist das? Ich will keinen Kampf. Agent Moshu. Kein Kampf? Warum willst du keinen Kampf? Wer bist du? Ich will keinen Ärger. Ich bin gegen meinen Willen hier. Dieser Spionageclub sieht nicht wie ein Sträfling aus. Erstaunlich, ein Spion lügt, um dem Tod zu entkommen. Moment. Mal ganz kurz was essen und trinken. Moment, den neuen. Ja, bevor wir hier sterben, wäre das Gespräch sofort wirklich vorbei. So, jetzt nochmal das Ganze. Ich will keinen Ärger. Nein. Ich bin gegen meinen Willen hier. Naja, das wollen wir mal sehen. Dieser Spionagekluft siehst du nicht wie ein Strich aus. Ja, das ist alles ziemlich verwirrend. Nicht alle von uns haben die freie Wahl. Sie haben gedroht, meine Familie zu töten, wenn ich nicht für sie arbeite. Über diese Abhörgeräte habe ich mitbekommen, dass du mit meiner Tochter zusammenarbeitest. Sie ist gerade auf dem Weg hierher. Ich wollte nicht, dass sie das Unvermeidbare mitbekommt. Aber jetzt ist es so.
Was ist denn hier so unvermeidbar? Wir sollten auf Jen warten, bevor wir weiterreden. Lotze, dieses Gespräch ist vorbei. Warte mal, ich hätte ein paar Fragen. Dann frag sie. Warum bist du nicht abgehauen, als die Bomben fielen? Du hast also nur Befehle befolgt. Wie? Was ist das für ein Ort? Warum seid ihr noch hier? Mehr wollte ich fürs Erste nicht wissen. Okay, das war aber. Das ist ein Horchposten. Unsere Mission ist kompliziert zu erklären. Außer man weiß, was nebenan los ist. Ich erkläre es dir später, wenn du mich am Leben lässt. Aha, du willst also nicht reden. Du hast also nur Befehle befolgt, wie? Warum bist du nicht abgehauen? Befehle. Ich wurde mein Leben lang nach ihrem Willen geformt. Ich habe nichts hinterfragt, denn ich wusste nicht, dass man anders sein durfte, anders denken durfte. Wir wurden belogen. Aber die Leute hier wurden auch belogen. Als ich die Strippenzieher sah, wollte ich nichts damit zu tun haben. Ich floh. Das verstehe ich nicht. Du bist doch nicht geflohen. Warum bist du nicht abgehauen? Bin ich doch. Sie haben mich mit Tracern in meiner Ausrüstung gefunden. Jahre später. Ich dachte, alles wäre vorbei und ich wäre frei, da es keine Regierungen mehr gab. Hätte ich es gewusst, hätte ich alles zurückgelassen und auf das Beste gehofft. Ich dachte, daran festzuhalten würde mein Leben retten. Aber ich lag falsch. So falsch. Also warst du schon vor dem Krieg als Spion? Jemand hat dich gefunden? Wer? Warte mal, nochmal. Sie wurde gefunden. Okay, fragen wir sie das noch mal. Ein Vorkriegsagent. Sehr loyal. Sie kommen nur gelegentlich hier vorbei, um nach uns zu sehen. Aber glaub mir, du willst sie lieber nicht treffen. Warum denn nicht? Ja, ich wurde von klein auf gedrillt. Ich kannte nichts anderes und hab's mir auch nicht ausgesucht. Entweder macht man mit oder ist tot. So, na gut, dann warten wir mal ab. Gut. Wir sollten auf Jen warten, bevor wir weiterreden. Okay, ja, das machen wir jetzt mal. Das endet sowieso gleich. Sie müsste gleich da sein. Das verraten mir die Entfernungswarnungen auf der Konsole. Okay, okay. Hey, da bist du ja. Ja. Ich bin da. Hab dich gefunden. Mama? Bist du das wirklich? Du lebst! Du bist am Leben, Mama? Warum bist du hier? Was ist das für ein Ort? Jen, was machst du hier, du dummes Kind? Du musst schnell hier weg. Wir wollten deine Leiche suchen. Ich brauche einen Anzug. Ich habe Papa vor Jahren in seinem begraben. Ich konnte ihn nicht ausziehen. Er kam darin ums Leben. Ich wusste nicht, dass du am Leben bist. Woher auch? Du bist gegangen. Bewege dich nicht, okay? Ich werde einen Weg finden, wie du hier rauskommst. Ohne, dass wir dich mit allen anderen hier unten töten müssen. Und jetzt? Ja, genau. Das ist... Ich kann es nicht fassen. Ich war mir sicher, dass sie von ihnen getötet wurde. Aber sie ist hier, arbeitet für sie. Mir schwirrt der Kopf. Aha. Wir brauchen nur die Spionagetechnologie. Alles andere ist uns gleich. Was sie auch getan hat, sie ist und bleibt deine Mutter. Sie hatte kaum eine Wahl. Sie wird die Technologie nicht einfach so rausrücken und muss für ihre Taten zur Rechenschaft gezogen werden. Oh, das ist ja schwierig. Eigentlich wollen wir ja ein bisschen moralisch bleiben, ne? Wir haben ja gehört, dass sie kaum eine Wahl hatte, also würde ich sagen, ja, machen wir das. Wie kann sie das ihrem eigenen Kind antun? Wieso lässt sie ihr eigenes Kind in dieser Welt einfach alleine zurück? Es ist ziemlich viel verlangt, ihr zu verzeihen. Ja, gut, das mag ja sein. Du hast recht, man sollte von dir keine Vergebung erwarten, nur weil du mit ihr verwandt bist. Vielleicht gibt es noch eine andere Lösung. Ich sehe keine. Ich bin so wütend. Nichts macht irgendeinen Sinn.
Wir brauchen nur die Spionagetechnologie, alles andere ist gleich. Sie wird die Technologie nicht einfach so rausrücken und muss für ihre Taten zur Rechenschaft gezogen werden. Warum muss sie das, wenn sie... Oh Mann, ey, das ist ja wirklich wieder moralisch ohne Ende. Ich will aber auch nicht einfach drauf losballern. Na gut, versuchen wir das. Ganz sicher wird sie die Technologie nicht einfach aufgeben und verschwinden. Ich muss ihr noch einige Dinge sagen. Okay, sag, was du zu sagen hast. Danke, es dauert nicht lange. Was sie auch sagt, sie kann nicht wiedergutmachen, dass sie ihre Familie verlassen hat. Warum hast du das getan? Warum bist du fort? Hast du gewusst, dass Dad im folgenden Winter gestorben ist? Dass ich ganz allein da draußen war? Es war zu deinem Schutz. Du kannst dir nicht vorstellen, was Ungehorsam bedeutet, was ich alles geopfert habe. Du wirst es nie so hart haben wie ich. Du willst eine Entschuldigung? Na schön. Entschuldige, dass du so ein selbstsüchtiges und unbedachtes Kind bist. Hä? Okay, ich sehe hier keinen Ausweg. Sie will einfach unbedingt sterben. Wir müssen sie nicht töten. Sie kann es doch einfach die Technologie geben oder so. Das wäre doch eine Lösung. Dann müssen wir sie nicht töten, oder? Das stimmt. Aber... ich weiß nicht, ob sie es uns so leicht macht. Müssen wir ausprobieren. Wir brauchen nur die Spionage und alles andere ist uns. Stimmt. Sie hat mich verlassen und mich denken lassen, sie wäre tot. Wofür? Für fehlgeleiteten Patriotismus. Lass uns den Anzug holen und gehen. Für mich ist sie schon lange tot. Wenn sie wirklich alleine sein will, ist das ihre Entscheidung. Wir nehmen den Anzug und gehen. Wenn ich dir diesen Anzug gebe, jagen sie dich und sie finden mich. Vielleicht nicht morgen, aber irgendwann. Sie töten mich dafür. Mein Leben ist mir egal. Ich könnte schon tot sein. Aber sie töten auch Jen. Und das kann ich nicht riskieren. Okay. Oh, ey. Moralisch ohne Ende. Das Ergebnis mag dasselbe sein, aber jetzt nicht draufzugehen, gibt uns immerhin die Chance, dem Tod auch in Zukunft von der Schippe zu springen. Achso, das war das. Sie hat recht, seien wir wenigstens gnädig und beschützen dich. So habe ich das nicht gemeint. Es muss eine andere Möglichkeit geben. Ja gut, kann ja sein, dass die Jen versuchen zu töten. Ich verstehe das auch nicht. Das Ergebnis mag dasselbe sein, aber jetzt nicht drauf zu gehen, gibt uns immerhin die Chance, dem Tod auch in Zukunft von der Schippe zu springen. Seien wir wenigstens gnädig und beschützen dich. So habe ich das nicht gemeint. Das muss ich verstehen. Oh, ja, hoffentlich. Nee, wir haben keine andere Lösung. Stimmt. Sie hat mich verlassen und mich denken lassen, sie wäre tot. Wofür? Für fehlgeleiteten Patriotismus. Lass uns den Anzug holen und gehen. Für mich ist sie schon lange tot. Wenn sie wirklich alleine sein will, ist das ihre Entscheidung. Wir nehmen den Anzug und gehen. Wenn ich dir diesen Anzug gebe, jagen sie dich. Und sie finden mich. Vielleicht nicht morgen, aber irgendwann. Sie töten mich dafür. Mein Leben ist mir egal. Ich könnte schon tot sein. Aber sie töten auch Jen. Und das kann ich nicht riskieren. Tja, sie hat recht. Also, da, ne? Und beschützen dich. Das Ergebnis mag das selber nicht drauf zu gehen. Gibt es immerhin schon den Tod. Das stimmt. Es ist schwer, nicht die Hoffnung zu verlieren. Aber du hast gelernt, dich zu verbergen. Versuch es wenigstens. Ich kann dir helfen, wenn du mich lässt. Wie stellst du dir das vor? Wie sollen wir dich retten? Reden wir darüber. Ich muss mich verstecken und den Anzug zerstören. Sie können ihn orten. Vielleicht können wir das Signal des Anzugs ein-, zweimal abschirmen. Aber würdest du ihn auch nach dem Einsatz aufgeben? Du musst dich schnell entscheiden.
Okay, Mist, ich habe dir nur geholfen, weil ich diesen Anzug haben wollte. Wir brauchen es eigentlich nicht, nachdem wir Vault 79 geöffnet haben. Ja. Du hast wahrscheinlich recht. Unfassbar, sowas wegwerfen zu müssen. Ich mache hier alles fertig und sehe dich in Foundation. Ich brauche noch einen Moment. Ja, so zu haben. Okay, mit ihr noch mal reden. Nein, Trisha in den Foundation. Okay. Jane und ihre Mutter. So, wir gehen zurück nach Foundation und treffen die ja dann dort auch. Ich will hier raus, ich will hier durch, ich will hier rein, ich will hier rein. Ich glaube, ich springe lieber. Foundation. Wir gehen nach Foundation und zwar direkt am besten wieder. Schnell Reise. So, 15. Oh, das ist über Kohle kostet, ey. Auskommen von alles für Verschäfte vorübergehend. 21 artige Boni, wie zum Beispiel verringern Schaden durch Insekten oder eine erhöhte Tragkapazität. Ah. Ja, wir sind wieder in Foundation angekommen. Ich denke, das nächste. Moment, ich muss kurz sagen, ja. Ich stelle mich mal hier noch aus dem Teil raus. Ich glaube, hier in Foundation brauchen wir das wirklich nicht anhaben. So. Wir sind aber ganz schön schwer, schwer. Wirklich so schwer. Egal, wir haben mal einiges aufgenommen. Ich werde noch mal ganz schnell gucken. Na, keine Zeit. Ich Vielleicht auch. später? Naja, vielleicht später. Ich weiß nicht, was du bei mir willst, aber ich muss noch mal ein paar Sachen zerlegen. Moment, hier weiter eine Werkbank, ne? Sonst sind wir die. Also, ja, wir machen gleich Schluss erstmal. Und bitte macht doch den Daumen hoch. Und. Oh Mann, ey, panzerbrechend. 101 Schaden? Aber die Präzision ist so bescheuert. Das ist eine Flinte, das ist links Scharfschütze. Ne, lassen wir alles weg, weg. Ja, da sind noch ein paar Sachen. Naja. So. Bin ich gespannt, wie es weitergeht. Das sehen wir aber erst im nächsten Video. Genau. Jetzt zerlege ich noch hier ein bisschen und dann bitte lässt doch den Daumen hoch Hey da Ward, Lust auf eine Tasse Kaffee? und schlag die Glocke und wenn ihr noch ein Abo nehmen würdet, wäre ganz toll, würde Okay, mich ich sehr setze dich wieder auf, freuen. wenn ich wieder unten bin. Also, tschüss.